Da sind wir auch wieder zurück hier in Lok Muin, nachdem wir in der letzten Folge eine Frau namens Brigida eskortiert haben, die wichtige Informationen für uns hatte und jetzt sogar mit Kimbold über Foltes Kinder sprechen sollen. Aber erstmal bin ich hier natürlich, wie ihr sehen könnt, im schönen Lager der temerischen Armee, zu der wir natürlich auch gehören. Und vielleicht können wir hier neue Rüstungen oder Waffen kaufen. Ich versuche es. Okay, der ist nicht ansprechbar. Gibt es hier überhaupt etwas? Und es ist nachts. Oh Mann. Vielleicht finden wir ja etwas. Nee, der verkauft, glaube ich, was zu essen. Ich brauche Rüstung oder so. Hier ist etwas wie eine Taverne. Shit. Gibt es hier niemanden, der Waffen verkauft? Weg von mir! Ach du Scheiße. Leeres Gewäsch! Oh, Backe. Ich glaube, hier gibt nichts. Hier gibt es gar nichts. Komm schon, dann versuchen wir mal, über Foltes Kinder zu sprechen. Was ist denn hier los? Ah, grüß dich. Junger Heiliger. Alchemist. Mist. Notiz vom Verfasser, Mischsäure mit Wasser. Ich verstehe nur den Bahnhof. Tut mir furchtbar leid. Guck mich nicht so an. Oh Mann. Da muss ein Missverständnis vorliegen, Herr. Raus, ehe ich meine Wachen rufe! Welche Nachricht darf ich überbringen? Keine! Baron, Herr, du hast dein Wort gegeben. Zum letzten Mal! Raus! Kümmer dich darum. Baron Ravanen Kimbold, nehme ich an. Entbindet dich dieser Hexerkodex von der Hofetikette? Gewährt er dir das Recht, einen Adligen ohne Aufforderung anzusprechen? Ich muss mich wohl nicht vorstellen. Oh nein, ich weiß, wer du bist. Geralt von Riva, Foltests Lieblingshund neben Roche. Promenadenmischung. Es heißt, du brächtest Ärger, wo immer du auftauchst. Was zum Teufel? Weißt du überhaupt, wer wir sind, Mann? Was wir hier tun? Immer diese blöden Gerüchte, die gehen mir so oder so schon auf den Sack hier auf dem Spiel. Beziehungsweise in dem Spiel. Oh Mann. Ich weiß, dass du den Konvoi mit Arnais und Bussy eine Kursänderung befohlen hast. Ja, der könnte eine wichtige Rolle spielen jetzt. Der Konvoi mit Anais und Bussy wurde überfallen. Weißt du wieso? Das wüsste ich selbst gern. Ich habe deinen Brief an Horst Lubbock gesehen, in dem du ihm befohlen hast, die geplante Route zu ändern. Unsinn! Ich habe keinen solchen Brief geschickt. Ah, der Brief sah echt aus und ich habe mir den Brief gar nicht angeguckt. Shit, kann ich jetzt I drücken? Nein, I klappt leider nicht. I ist nämlich für das Inventar. Und da könnte ich das theoretisch mir anschauen, aber... Mist, ich sag einfach mal, der Brief sah echt aus. Der Brief trägt dein Siegel und deine Unterschrift, Baron. Wo ist er? Hier. Ich habe ihn. Herzeigen. Schwör, dass du ihn zurückgibst. Du musst schwören. Was? Dass ich den Brief zurückbekomme. Ich bin deinen Ton leid, Hexer. Verdammt. Also bitte, ich verspreche dir, den Brief zurückzugeben. Ich will dieses Original nur mal mit eigenen Augen sehen. Das ist mein Siegel, aber die Unterschrift ist gefälscht, und zwar schlampig. Worte sind Wind, Baron. Es fällt mir schwer, deine zu glauben. Was schert es mich, was du glaubst? Es handelt sich um eine Fälschung. Wer immer dahinter steckt, hat einen temerischen Adligen betrogen und wird gebührend bestraft werden. Mein Schreiber prüft den Brief und bestätigt, was ich sage. Oh mein Gott. Deine eigenen Leute sind unglaubwürdig. Das stimmt eigentlich. Also wir haben ja jetzt gerade gesehen, die temerischen Soldaten sind irgendwie dümmer geworden, seitdem Foltes tot ist. Mich wundert das ehrlich gesagt, denn ich hätte das jetzt nicht unbedingt gedacht hier bei The Witcher 2. Wie sich die politische Lage ändert
Und vor allem auch, was für einen Einfluss das auf die Söldner hat. Oh, Backe, das sieht nicht gut aus für uns Freunde. Mein Schreiber bestätigt, was ich sage. Der wird wohl kaum unparteiisch sein. Vielleicht sollte ich den Brief einfach zu Nathalie bringen. Jede Anschuldigung würde umgehend fallen gelassen. Hör auf meine Worte, Hexer. Es wäre nicht klug von dir, voreilige Schlüsse zu ziehen. Sprich mit meinem Schreiber. Es gibt objektive Methoden, die Echtheit des Briefs zu untersuchen. Ich verspreche, dich für die Wahrheit gut zu bezahlen. Die Wahrheit schmeckt besser, wenn eine Bezahlung im Spiel ist. Geh zum Schreiber, um die Echtheit des Briefes zu klären. Oder zu Nathalies, um Kimbold eines Verbrechens zu bezichtigen. Und wisst ihr, was ich machen werde? Erstmal das Ganze hier begutachten. Was gibt's denn hier so Schönes? Kann ich hier keine Waffen oder so nehmen? Untersuchen. Oh. Karte von Pontartal. Und ihr wisst ja, hier in Lokmuin sind ja mehrere Völker am Start. Ihr habt ja gerade gesehen, hier gibt's einmal redanische, temerische und, soweit ich weiß, auch noch ein paar Elfen oder Anderlinge. Aber die sind, glaube ich, sogar versteckt. Das heißt, Lokmuin ist ein bisschen sehr zwiegespalten. Ein Ort der Missgunst. Woher kenne ich dich nur? Heiliger. Du nennst mich blauer als ein Bade. Aus dem kriege ich nichts raus. Vielleicht enthalten seine Notizen etwas über das Prüfen von Briefen. Na, ganz toll. Notizen. Junger Alchemist. Nicht alles ist Gold, was im Nachttopf schwimmt. Kormorankot in der Base gibt ganz vorzügliche Gase. Vor allem, wenn man sie mit Wasser trinkt. Also Mut. Ich kenne keine dieser Substanzen. Besser nicht riskieren, den Brief zu zerstören. Vielleicht findet sich eine Formel für den Aktivator in den Notizen des Schreibers. Oh, Backe. Ach komm, Notiz des Schreibers lesen. Wie war das noch? Hitze, Löschen, Kack und Spülen? Dies wird auf die Wahrheit zielen. Guano transformier in Pisse, dann ziehst du die rechten Schlüsse. Oh, Backe. Baron Kimbolds Brief prüfen. Ich muss die Substanz herstellen, die die Färbung sichtbar macht und den Brief damit behandeln. Das kann was werden. Wieder so ein Blödsinn, meine Güte. Na, darauf habe ich nur gewartet. Ah, Mann. Okay. Ich werde mich hier ein bisschen erstmal wieder umsehen, wie das eigentlich funktioniert. Und dann melde ich mich wieder zu Wort. Bis gleich. Oh mein Gott, Leute. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Ich habe einmal eine Form falsch gemacht. An dieser Brühe hier. Und der ganze Brief ist erloschen. Verödet. Shit, die Quest ist somit deaktiviert. Ach man, das ist ja scheiße hier. Oh Backe, wohin gehen wir jetzt hin? Schauen wir mal kurz. Da steht schon, Lelion und Vipan. Mist. Das ist natürlich blöd. Okay, Namen Temeriens. Wir können natürlich hier noch gucken, wo wir hingehen wollen. Und da sind natürlich ein paar Wege für uns. Hilf entweder Triss oder befreie mit Vrosch Foltes Tochter. Und ich werde Triss helfen. Ich muss es machen. Das ist Venon Roche und das ist im Namen Temeriens Shilad Fitz. Oh, Backe. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt Venon Roche helfen. Und ihr seht ja hier Lokmuin. Okay, wir gehen sogar richtig. Der Weg ist richtig. Allerdings frage ich mich, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht hier entlang. Ah, das ist sogar richtig. Na, das gefällt mir. Die Standardwege erstmal wieder rüber. Und dann helfen wir auf jeden Fall Triss. Denn Triss ist meiner Meinung nach viel mehr wert als Venon Roche, ehrlich gesagt. Triss Merigold. Mal schauen, was passiert. Bei den ganzen Ungeheuern hier. Sie wird, soweit ich weiß, gefangen. Ist das hier? Sieht irgendwie danach aus. Catmill. Kann ich hier rein? Was ist hier nur los? Wer ist er? Catmill. Schlüssel erforderlich. Catmill. Shit.
Oh mein Gott. Catmill. Das kann was werden. Wartet mal, was ist, wenn ich mein Schwert ziehe? Catmill. Schade, klappt auch nicht. Ich dachte, ich könnte die jetzt angreifen. Manchmal ist das ja so. Oh Mann, Mann, Mann. Das wird scheiße schwierig hier, Leute. Sehr schwierig. Wo ist Triss Merigold? Ja, das muss ich machen. Was steht denn da gleich? Über die Winkelzüge des Schicksals nachsinnt, sah sich Geralt nach der Zauberin um. Shelat Fitz Oesteren war der Schlüssel zu ihrer Freiheit. Oder der Königsmörder. Die Geschichte der Königsmörder endete in Loch Moen, doch bis dahin sollte sich noch manch Unerwartetes ereignen. Wer zu wissen wünscht, wer Leto war, für wen er arbeitete und warum er seine Taten begangen hatte, der wappne sich mit Geduld und höre gut zu. Ach Mann, das ist echt schwierig hier. Sehr schwierig. Also hier können wir nichts machen. Kaiserliche Schatzkammer. Jawohl, Exzellenz. Lasst eine Maus durchschlüpfen und es rollen Köpfe. Kann ich jetzt reden? Was sehe ich da? Das ist doch der Hexer von Riva. Sei gegrüßt. Unsere Wege kreuzen sich reichlich oft. Viel zu oft. Was suchst du hier? Triss Merigold. Ich weiß, dass du Triss hast. Oh mein Gott. Dieser Spacken? Triss Merigold. Eine Zauberin im Lager Nilfgaards? Was vernebelt dir den Verstand? Wisst euch? Runter mit dem Schwert, klar? Du hast wirklich Nerven, Geralt. Gehen wir. Eine falsche Bewegung und die Sonne Nilfgaard sieht den Gesandten nie wieder. Meine Leute lassen dich doch hier nicht lebendig raus. Sofern du ihnen das nicht befiehlst, Gesandter. Mir ist, als würdest du genau das tun. Renuald Ed Madsen empfängt seine Befehle direkt vom Kaiser. Eher stirbt er, als dass er dir Merigold herausgibt. Dann stirbt er eben. Nicht er, sondern du. Es sei denn, du gibst mich frei. Noch ist es nicht... Aus dem Weg, alle, sonst stirbt der Alte. Stehen bleiben! Ich scherze nicht. Ich weiß. Und ich rate dir, nicht zu zögern. Töte ihn. Denn wir werden keinen Meter weichen. Renuald. Dem, der mir den Kopf des Hexers bringt, wird der Verdienstorden verliehen. Aber, Gesandter Fitz Oesterlin! Euer Exzellenz. Befehle aus der Hauptstadt. Shit. Jetzt muss ich euch alle umbringen. Worauf wartet ihr? Auf ihn! Und der Massaker startet. Los geht's. Jetzt wird aufgeräumt. Nilfgaarder Soldaten hier. Oh mein Gott. Nur noch das hat hier gefehlt. Ach du Scheiße. Unsere Rüstung ist nicht gut, wir wissen das. Ach du Scheiße. Einer nach dem anderen. Ach du Scheiße. Nächster. Du dreckiger Soldat. Stirb. Und du auch. Nächster. Ich muss Triss retten, unbedingt. Höchste Eile. Nichts wie durch hier, geht's nicht? Shit, ich brauche einen Schlüssel. Wer hat einen Schlüssel hier? Brief 2 von Filz Oesterin an den Kaiser. Oh Mann, müssen wir unbedingt mal lesen. Hier sind ja auch wichtige Befehle und natürlich bin ich eigentlich sogar verpflichtet, die zu lesen, denn diese haben natürlich Einfluss von meinen Handlungen her, wenn ich die jetzt nicht richtig lese. Shit, ey. Ich brauche jetzt einen Schlüssel, aber wo ist hier ein Schlüssel, bitte? Fuck. Das kann was werden. Hier ist fast gar nichts. Oh, Backe, da oben sind welche. Die holen wir uns aber. Ich komme, um euch zu rasieren. Nächster. Stier. Heiliger Bimbam. Ach du Scheiße.
Okay, wir drücken jetzt einmal kurz I, um zu sehen, was jetzt eigentlich hier in diesem Brief steht. Hier sind noch mehrere Notizen, das ist ja unglaublich. Zweiter Brief des Abgesandten Schilat Fitz Oesterlitz an den Kaiser. Und für die Leute, die das unbedingt lesen wollen, tut es. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play The Witcher 2.